Wow! Bin ich da ernsthaft gerade reingelaufen? Wow! So! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Crash Bandicoot 2 in der No Boxes Challenge. Leute, heute geht's tatsächlich in die letzte Etage, beziehungsweise in den letzten Warp-Raum. Es stehen noch 5 Level und ein letzter Boss an. Und ich bin natürlich sehr gespannt, ob wir das gut meistern werden. Oder ob das mal wieder die komplette Verzweiflung für mich wird. Ich hoffe natürlich nicht letzteres, weil ich schon sehr viel durchgemacht habe in diesem Let's Play. Und mit sehr viel meine ich sehr viel. Auch wenn es in den Videos manchmal nicht so krass schlimm rüberkommt. Aber ja, manche Aufnahmen waren echt ätzend für mich. Das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. So, wir haben jetzt auf jeden Fall auch wieder erstmal eine neue Level Art. Und zwar sind das hier solche Maschinenlevel. Ich weiß nicht. Sind vielleicht solche Raumschiffe auch, ne? Jetzt wird es natürlich auch ein bisschen abgespaceder hier in der letzten Welt. Das kann man auf jeden Fall auch dazu sagen. Aber ja, auch wenn es keine Raumstation sein soll, ist es natürlich egal. Es ist natürlich so oder so eine schöne neue Levelart mit schönen neuen Gegnern. Und ich bin natürlich gespannt, wie bei dieser Levelart das Ganze mit den Kisten gehandhabt wird. Bisher scheint es auf jeden Fall sehr gut machbar zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht wird es auch noch schlimmer. Kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, ob ich den Gegner besiegen kann, wenn der seine Tentakeln so oben hat. Deshalb springe ich da einfach mal drüber. Ich meine, ja, Risiken will ich jetzt nicht mehr eingehen. So spät im Spiel, das wäre mir ein bisschen zu blöde. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber ja, bisher geht es auf jeden Fall klar mit den Kisten. Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Auch hier kann ich, wie es scheint, vorbeilaufen. Lass mich mal hier vorbeikriechen vielleicht. So, dann warte ich hier drunter, bis der Gegner weg ist. Und dann, zack, kann ich den wegflanken. Das ist natürlich sehr, sehr gut. So. Ah, okay, und den kann ich, okay, den kann ich auch so töten. Wusste ich jetzt gar nicht. Was ist hier? Okay, hier kommt heiße Luft raus. Das ist natürlich nicht so nice. Da muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, sage ich mal. Das ist natürlich ganz logisch. So, ah, okay. Und wenn die Tentakeln oben sind, dann kann ich die Gegner anscheinend auch so besiegen. Ich muss sagen, bisher bin ich erstaunt von diesem Level. Sage ich euch ganz ehrlich, bisher ist dieses Level ja gar kein Problem. Das kann natürlich gerne so bleiben. Ich weiß nicht, wie lang das Level ist. Wir haben auf jeden Fall schon den Kristall bekommen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon im späteren Verlauf dieses Levels. Und ich weiß nicht, warum ich da gestorben bin. Weil vorher hat es doch auch geklappt, den so zu töten. Hä? So, jawohl. Jetzt kann es auf jeden Fall weitergehen. Okay, hier muss ich natürlich schauen, dass der Gegner so ist. Jawohl, alles klar. Was ist hier jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Aber das hat wohl auch irgendeine Bedeutung, dieses Teil da. Würde ich mal schätzen. Ach so, wenn ich auf die Platte drauf gehe, dann macht es hier Faxen mit mir. Ich glaube, das war so ein Schrumpfstrahler, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, sowas war das. Und ja, da darf ich mich natürlich nicht erwischen lassen. Das wäre sonst eher schlecht als recht. So, dich kann ich, glaube ich, wegwirbeln. Jawohl. Auch eine neue Gegnerart. Mal wieder diese Menschen, die sind auch immer sehr witzig gestaltet in den Crash Bandicoot Spielen, wie ich finde.
Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Und der hat mich weggeboxt. Ja, toll. Boah, Leute, wie time ich denn das jetzt am besten? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung. Okay, da hatte ich jetzt Glück. Da hatte ich jetzt wirklich Glück. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hätte richtig timen sollen. Keine Ahnung, I don't know. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht nach dem Schlag, ist das richtig? Ich glaube schon, ne? Scheint auf jeden Fall so. Ja, bei dem konnte ich es jetzt besser probieren, natürlich. Weil der nicht so ein Spacken war, der direkt beim Abgrund rumgechillt hat. Okay, Leute. Und da haben wir das erste Level für den heutigen Part auch auf jeden Fall geschafft. Mit 0 Kisten. Das ist eine nice Sache. So lasse ich es mir gefallen. War auch ein angenehmes Level, ne? Eine neue Levelart, die mir gefällt, muss ich sagen. Und weiter geht's. Und zwar geht's, glaube ich, tatsächlich nochmal weiter mit einer neuen Levelart. Und zwar wird, glaube ich, in diesem Level, Rock It heißt's, glaube ich, wird ein neues Gimmick eingeführt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe es richtig im Kopf. Und zwar haben wir hier jetzt so einen Jetpack, mit dem wir hier rumfliegen können. Ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, würde ich behaupten. Und eine Level-Art, die uns challenge-technisch wahrscheinlich ziemlich zugute kommen wird. Weil ich glaube, dass es erstens hier sehr wenige Kisten gab. Und zweitens müsste das auch so geregelt gewesen sein, dass wir die Kisten, glaube ich, ja, dass wir die ziemlich leicht umgehen können, eben weil es so wenige gibt. So, hier gibt es auf jeden Fall diesen Gegner. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil, ja, der kann einen sehr leicht besiegen. Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Ja, und was uns auch zugute kommt, das möchte ich auch dazu sagen, ich glaube, diese Level waren gar nicht so lang. Ich glaube, diese Level, die waren immer relativ kurz tatsächlich. Und das war jetzt leider mein Fehler. Muss ich ja zugeben. Ja, komm. Nitro-Kiste. Bring mich um. Okay, weg mit dir. Jawohl. Ohne, dass ich irgendeine Kiste treffe. Ja, das war tatsächlich mein Fehler. Muss ich ja ehrlicherweise zugeben. Das war, ja, war ziemlich dumm von mir gerade. Aber passiert. Dafür sieht es sehr gut aus für dieses Level. Muss man natürlich auch dazu sagen. So, hier bei diesen Kabeln muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ich würde gern oben drüber fliegen. Aber ich glaube, unten drunter ist fast klüger. So, ich brauche hier natürlich noch den Kristall. Jawohl. Und hier dich wieder besiegen, shit. Da bin ich leider ein bisschen blöd reingeflogen. So, zack, wieder weg mit dir. Und noch einmal, jawohl. Und ich glaube, dann ist das Level tatsächlich schon vorbei. Ja, ich habe mich bei den zwei Typen ein bisschen dumm angestellt. Die Tode, die waren auf jeden Fall meine Fehler, aber diese Levelart, gar kein Problem für unsere Challenge. Das ist nochmal richtig geil, ne? So am Ende vom Spiel nochmal solche Erfolgsgefühle zu haben. Weiter geht's, Leute. Gut, Leute, dafür geht's jetzt mit einem ziemlich kniffligen Level weiter. Nightfight heißt das Ganze. Und ich glaube, das war wieder ein Dschungel-Level, aber bei Nacht. Yep, so war's, Leute. Und ja, ich sag mal so, ich sehe hier nicht so gut wie ein Hut in der Schule. Keine Ahnung, warum Hüte in der Schule gut sehen können, weiß ich nicht genau. Aber was wir hier natürlich auch als neues Gimmick haben, sind diese Glühwürmchen. Und wie ihr es schon richtig seht, kann ich ohne Glühwürmchen nichts sehen. Wir hatten sowas ähnliches, also so eine Level-Art, hatten wir schon mal in Crash Bandicoot 1 tatsächlich. Da hatten wir auch ein Level mit leuchtenden Akku-Akku-Masken.
Ha, ich hab Kisten mit dem Typen getroffen. Ist das nicht schön? Ha, wo kann ich mich umbringen? Ich muss gucken. Hier kann ich mich umbringen. Wir hatten so ein Level schon mal in Crash Bandicoot 1, aber für Crash 2 ist es neu. So, hier ist wieder mein Glühwürmchen. Ich glaube, an der Stelle sind wir stehen geblieben. Jetzt habe ich den Typen mal nicht gekillt, sondern bin einfach an ihm vorbeigelaufen. Und ich glaube, wie es scheint, war das eine sehr kluge Entscheidung. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Auch dir weiche ich mal aus. Ich versuche mal, um die ganzen Typen drumherum zu laufen, dass halt nicht die Gefahr besteht, dass ich die irgendwo reinwirbel. Die Gefahr ist natürlich sehr hoch, ne? Vor allem, weil ich natürlich hier kaum was sehen kann. Also ich meine, mit dem Glühwürmchen kann ich ja auch nur sehen, was so vor mir ist, ne, Leute? Von dem her ist es natürlich ein bisschen fies. Aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Das sollte klar gehen. Ich glaube, dieses Level ist auch nicht allzu lang gewesen. Wow! Bin ich da ernsthaft gerade reingelaufen? Wow! Okay, hier rüber. Und dann jetzt hier nicht so blöd sterben. Oh, den hätte ich nicht wegwirbeln dürfen. Also ja, war ein großes Risiko. Okay. Aber hier ist das Level wohl eh vorbei. Ja, das war tatsächlich auch nicht so lang, ne? Also ich muss sagen, drei richtig angenehme Level für die Challenge. Boah, Leute, diese Aufnahme, die ist so kurz wie seit langem nicht mehr. Die ist so kurz wie seit langem nicht mehr. Eben weil ich hier eigentlich überhaupt keinen Frust hatte oder irgendwas. Ich hoffe natürlich, in den letzten zwei Leveln ist es nochmal genauso. Wäre natürlich scheiße, wenn die nochmal richtig, richtig hardcore für mich werden. Aber ja, ich hoffe es einfach nicht, Leute. Betet für mich, bitte. Betet für mich. Ja, Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.